Hallo da draußen und herzlich willkommen zur heutigen Übergabe der Spenden aus 7 Days to Charity 2. Wir haben einen dicken Scheck mit dabei und wenn ich sage wir, dann bin ich diesmal tatsächlich nicht ganz alleine und auch nicht nur mit Kicks unterwegs. Und wen ich mit dabei habe, das zeige ich euch jetzt. Mittlerweile ins Büro gesetzt. Bei mir ist jetzt die Frau Grauer. Die Frau Grauer ist Gründungsmitglied und Gründungsvorsitzende, soweit ich das weiß. Ja. Frau Grauer, vielleicht könntest du ein bisschen unseren Zuschauern erzählen, was die Elterninitiative prinzipiell unterstützt mit Spendengeldern, die sie so erhalten. Ja, ist ein weites Feld. Ich fange mal bei den Stationen an. Wir haben drei Stationen, die Transplantationsstation, die normale Kinderkrebsstation und dann die Tagesklinik mit angeschlossener Ambulanz. Und in erster Linie haben wir ja die Kinder im Blick, in zweiter Linie aber auch die ganze Familie. Und wir wollen, wie hier unser Wahlspruch das sagt, das gesamte Umfeld positiv beeinflussen. Und wenn wir jetzt bei den Stationen anfangen, dann sorgen wir erstmal ein bisschen für eine kindgerechte Gestaltung. Wir haben das Spielzimmer eingerichtet, wir haben eine Elternküche eingerichtet, wo die Kinder dann spielen können, wo sie auch mit den Eltern ein bisschen kochen können und die Zeit verbringen können. Wir sorgen dafür, dass die Kinder ein bisschen abgelenkt werden von ihrer Krankheit, Musiktherapie, die Klinik-Clowns. Dann kleine Festchen, die auf der Station gefeiert werden. Und das finanzieren wir dann halt auch alles. Wir versuchen auch für die Mütter was zu tun. Wir bieten auf allen drei Stationen einmal wöchentlich einen Elterncafé an, was auch ziemlich wichtig ist. Das Bedürfnis, daran teilzunehmen, ist sehr groß. Und ich glaube auch für die Eltern sehr hilfreich. Für die Mütter haben wir noch was Spezielles, eine Entspannungsmassage, die zweimal in der Woche angeboten wird. Und wenn man so lange immer im Bett sitzen muss, ist das also auch eine ganz, ganz schöne Sache. Dann Klinikpersonal. Wir zahlen einige Kräfte in der im psychosozialen Team, wobei uns die Nachsorge auch sehr wichtig ist. Wir zahlen anderthalb Kindererzieherinnen, die sich mit den Kindern beschäftigen. Dann, damit der Pflegenotstand nicht ganz so spürbar wird, zahlen wir auf jeder Station eine zusätzliche Schwester und in der Ambulanz noch eine Schwester, die auch zu den Familien rausfährt und ja, dort hilft, wo es Not am Mann ist, damit die Eltern mit dem Kind nicht ständig in die Klinik kommen müssen, wegen jeder Kleinigkeit. Sie haben, ich glaube, Sie insgesamt, wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen unterhalten, ich glaube insgesamt zwölf Personen oder zwölf Arbeitsplätze im Endeffekt, die durch die Elterninitiative finanziert werden. In der Klinik finanziert werden, ja. Und natürlich auch schon mal wobei eine halbe Summe zusammenkommen. Ja, wobei auch halbe Stellen dabei sind, ne? Aber halt zwölf Personen. Und eine große, große Unterstützung für die Eltern sind Elternwohnungen. Die Eltern können dort übernachten, müssen nicht auf Station bleiben. Also sie dürfen auf Station bleiben, aber es ist viel besser, wenn sie in der Nacht auch mal Ruhe haben, um sich zu erholen. Auf der Transplantationsstation ist eine Übernachtung nicht möglich. Die müssen generell in den Wohnungen bleiben.
Wir haben 10 Elternwohnungen in unmittelbarer Kliniknähe, eine noch etwas weiter weg. Und 5000 Übernachtungen pro Jahr haben wir im Schnitt. Und das ist allerhand, das ist schon mittelständischer Hotelbetrieb. Ich muss gerade sagen, da braucht manches Hotel davon. Ja, ja. Ja, das macht natürlich auch alles viel Arbeit. Nicht nur, dass es bezahlt werden muss. Aber wir haben eine große Gruppe an Aktiven, die sich sehr einsetzen und sind fast alles betroffene Eltern. Zur Nachsorge möchte ich noch ein bisschen was erzählen. Das Projekt, das läuft jetzt seit 4 Jahren und da sind eben hauptsächlich die Jugendlichen betreut, die aus der Therapie raus sind. Wir haben feste Einrichtungen, eine Klettergruppe, therapeutisches Reiten, 4-mal im Jahr einen bunten Abend. Dann organisieren wir auch Freizeiten, zum Beispiel Segelfreizeit, eine Pfingstfreizeit, letztes Mal waren es im Allgäu. Da dürfen auch die Geschwisterkinder mit, ganz, ganz wichtig, dass man auch an die denkt, denn die müssen während der Krankheit des Kindes in der Familie sehr zurückstecken. 3 Feste im Jahr feiern wir, wo alle Betroffenen kommen, auch die, die schon manchmal 10, 20 Jahre draußen sind. Das ist dann so ein Treffen mit Ehemaligen, wo man schaut, oh, wie geht's dir denn heute? Ist auch immer sehr schön. Das ist eine ganze, ganze Menge auf jeden Fall und da kommen Spendengelder sicherlich immer ganz gut an. Da kommen wir doch mal zum Thema. Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, Sie wussten eigentlich gar nicht, was haben wir jetzt überhaupt gemacht, was kam da überhaupt. Das haben wir so ein bisschen ja erklärt, eben über ein PC-Spiel, live im Internet und zuschauen. Was denkt man sich in dem Moment, wenn man so hört, so, da kommen welche, die sitzen vor dem Computer und spielen Videospiele. Und die machen eine Spendenaktion. Was sind so die ersten Gedanken, die da einem im Kopf kommen? Also erstmal finde ich es ganz toll, dass jemand, so ein Computerfreak, sich auch noch für was anderes interessiert und dann noch so ein Projekt dann unterstützt. Also da bin ich sehr beeindruckt erstmal. Und dann imponiert mir das, dass das so ein Netzwerk ist, das dann auch offensichtlich über ganz Deutschland geht. Ja, nicht nur über Deutschland, sondern im Endeffekt rein theoretisch und auch praktisch weltweit. Ah, ist ja unglaublich. Und wir werden jetzt hier unterstützt. Das ist ein schöner Gedanke. Bin ich ganz begeistert. Das glaube ich. Wenn man dann erstmal mitbekommt am Ende, was denn da überhaupt rauskommt bei der ganzen Geschichte, dann bin ich jetzt eigentlich schon auf die Reaktion gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja letztes Jahr, ihr habt es draußen letztes Jahr schon einmal gesehen, als wir in Erlangen waren. Das war schon unglaublich. Wer dabei war an dem Abend, der weiß, dass auch das unglaublich war. Und deshalb, ich guck mal, vielleicht kriegen wir ein kleines Helferchen. Helferchen. Ja, gut. So, wir haben da nämlich einen großen Scheck mit dabei. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den am besten anfangen. Vielleicht mal so. Natürlich haben wir den abgeklebt, ist ja ganz klar. Darunter steht ein relativ schöner Betrag, muss man dazu sagen. Und ich habe ein paar Schecks, beim Reingehen habe ich die so, konnte ich die sehen, die Schecks, so ein klein wenig. Und ich glaube, da macht sich unsere ganz gut dazwischen irgendwo. Deswegen, wir haben es im letzten Jahr ein bisschen anders gemacht. Im letzten Jahr war es so gewesen, dass wir das sehr spannend gemacht haben im Endeffekt, dass wir jede Zahl Stück für Stück aufgedeckt haben. Das mal möchte ich ein bisschen anders machen. Und einfach mal die Zahl direkt aufdecken. Aha. Vorher allerdings, das geht zu euch da draußen, haben wir noch eine Zahl bekommen, nämlich die Zahl, was direkt von euch aufs Konto überwiesen wurde. Und das waren insgesamt 255 Euro, die direkt auf das Konto der Elterninitiative überwiesen wurden. Das heißt, die kommen jetzt auf diese Summe noch oben drauf. Und zu der Gesamtsumme kommen wir gleich. Überwiesen habe ich das Geld gestern am Nachmittag. Mhm. Das soll eine kleine Überraschung sein, das habe ich ja gesagt. Und es waren an diesem Abend und im Nachlauf dazu insgesamt ein Betrag in Höhe von, jetzt gucken wir mal, wenn wir so sauber hinlegen, 7.500 Euro. Wow. Ah, das ist ja toll.
Also 7.500 Euro, die man erspielt hat, in Anführungsstrichen, in einem Livestream mit PC-Spielen, zuzüglich der 255 Euro, sind das 7.755 Euro aus der Aktion 7 Days to Charity 2, die ursprünglich als einmalige Auflage mal geplant war. Aber natürlich, wenn man zweimal so einen Erfolg hat, das ist schon fantastisch. Und ich freue mich, dass ich die dass wir die übergeben dürfen. Und bin überzeugt davon, dass auch in Würzburg das Geld ganz gut aufgehoben ist. Das ist toll. Also jetzt muss ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei allen Spielern, Mitspielern bedanken, die uns unterstützen jetzt und uns dieses Geld ja, für uns abgegeben haben, überwiesen haben. Also super. Ja, das ist einfach großartig, wenn man das Gefühl hat, also das, was wir tun, das ja, ist auch für andere wichtig und es wird uns geholfen. Genau, das ist auch die Message im Endeffekt. Ja. Man muss auch ganz klipp und klar sagen, man hat die Möglichkeit, über diese Varianten mit Twitch, mit Livestream, ja, ja, viele, 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 viele Leute zu erreichen. Ja. Und, tolle Sache. Wenn man die nutzen kann, ja, tolle Sache. Dann bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Und wie gesagt, ich denke, das Geld ist bei Ihnen ganz gut aufgehoben, deswegen übergebe ich Ihnen den zu 100. Ja, wunderbar. Natürlich. Wir hängen unsere Schecks immer auf, Sie haben es ja schon gesehen. Richtig. Ist auch für die Eltern und wichtig zu sehen, erstmal, dass von außen an sie gedacht wird, aber auch für sie ist es wichtig zu sehen, es kommt nichts von allein. Ne? Ja, auch in der Klinik nicht. Ja. Genau so ist es. Und wir schauen uns jetzt noch ein kleines Elternapartment an, wobei klein nicht ganz so richtig ist, ist glaube ich das Größte, das wir uns jetzt anschauen. Ja, was wir haben, ja. Genau, und da gehen wir jetzt dann hin. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch in der Elternwohnung. Vielleicht, wenn es unseren Zuschauern kurz mal ein bisschen erzählt, was so in so einer Elternwohnung drinnen ist, wie viele Eltern da in der Regel vielleicht auch wohnen. Ja, hier in der Wohnung haben wir erstmal zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten. Und die Betten werden auch einzeln verteilt. Und ja, hier könnte zur Not auch nochmal jemand liegen, wenn Not am Mann ist. Wir haben etwa, ja, habe ich ja schon gesagt, 5000 Übernachtungen pro Jahr. Und in den Wohnungen ist immer jeweils eine Küche. Und wir versuchen es auch immer ein bisschen ansprechend und gemütlich zu gestalten, denn für viele Eltern wird das ja so eine Art zweite Heimat hier für eine gewisse Zeit. Und was auch wichtig ist, dass eine Küche da ist und ganz wichtig, ein Trockner und eine Waschmaschine. Und das ist so ziemlich in jeder Wohnung vorhanden. Wie sind die Wohnungen? Sie haben vorhin gesagt, die Wohnung jetzt hier wäre die größte. Ja, von den Quadratmetern her. So ein großes Wohnzimmer haben wir in keiner anderen Wohnung. Und dieses Wohnzimmer wird halt auch noch für andere Gelegenheiten genutzt, wenn wir Spendenübergaben haben mit größeren Gruppen, Firmengruppe, Kommunion, Kinder, Schulklassen waren hier schon auf der Erde gesessen. Die Jugend, die betroffenen Jugendlichen, die machen ihren bunten Abend hier mit den Sozialpädagogen und die wird halt auch noch anderweitig dann genutzt. Vielleicht noch eine Ergänzung, wir haben etwa 100 Neuzugänge pro Jahr auf unserer Station und die Krankheit bei Kindern ist gut heilbar, also bei den Leukämien sind es 90%, die geheilt werden können. Wir sind allerdings ein Zentrum für Hirntumorkinder, da ist die Prognose nicht ganz so gut. Umso wichtiger ist dann natürlich, sagen wir, dass die Eltern dann auch nah bei den Kindern sind, wenn es dann auch Station ist, dann eben durch und die Eltern. Ganz wichtig ist auch eine Gruppe, die noch wir innerhalb der Initiative haben für die verwaisten Eltern, dass die aufgefangen werden. Ja, ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, was die Elterninitiative unterstützt mit dem Geld, das hier mit Sicherheit ganz gut aufgehoben ist. Bedanken wir uns nochmal, dass wir uns auch hier mal die Elternwohnung anschauen dürfen. Ja, gerne. Der Dank liegt ganz bei uns. Und wir geben den direkt weiter zu euch daraus. Ja. Denn wir haben wieder mal nur vor dem PC gesessen und ein bisschen PC-Spiele gespielt. Mehr haben wir nicht gemacht. Den Rest habt ihr gemacht und was bei rausgekommen ist, das habt ihr gesehen.
Wir werden uns jetzt auf den Rückweg machen, melden uns aber gleich nochmal wieder, das haben wir besprochen, wir werden uns alle nochmal kurz zusammensetzen und geben euch dann zum Abschluss noch ein paar andere Worte mit auf den Weg. In diesem Sinne sage ich erst einmal tschüss und bis gleich. Und viel Spaß beim Computerspielen. Den werden wir sicherlich an. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen noch etwas Schönes. Schönen Dank. Gute Einfahrt. Dankeschön. Dankeschön. So, da sind wir jetzt zurück aus Würzburg. Wir haben uns beim Kixelmann auf dem Sofa, also uns ein bisschen bequem gemacht. Und ihr seht, wir sind jetzt nicht nur zu viert, sondern nein, wir sind jetzt zu fünft. Darf ich dir kurz vorstellen? Ich bin der Mukianer. Und eigentlich nicht am Stream, aber unterstützend für die gute Sache wollte ich auf jeden Fall dabei sein. Genau, Mukiana hat sich bei mir gemeldet, hat angeboten, uns mit einer weiteren Kamera zu begleiten, weil er da so ein bisschen, ja, ein klein wenig Spezialequipment, Zugang dazu hat. Ist jetzt nichts Großes. Vielleicht können wir es noch einfangen später mal. Also nichts Weltbewegendes. Der große Bruder. Und der große Bruder vom Kixel seiner Kamera. Und da konnte man natürlich nicht Nein sagen, deswegen hat er uns mal ein bisschen begleitet, waren wir deswegen mit dabei. Und dann haben wir natürlich nochmal den Odin Zockt. Servus. Den Astrak. Hi. Und den Kixel. Da. Und mich. Den Schnitzel. Um Gottes Willen. Hey. Wird rausgeschnitten. Ja. So, Freunde, Kixel, du warst ja schon mal dabei im letzten Jahr. Jetzt wollte ich da gerade auf den Oberschenkel haben, ob das will. Mach doch. Wie? Ich hab gute Reflexe. Du hast gute Reflexe, okay. Ja. Du warst letztes Jahr schon in der Langen mit dabei, da haben wir damals schon drüber gesprochen, nochmal so ein bisschen Eindrücke. Im Vergleich, Erlangen in Würzburg, so der Eindruck? Hat sich nicht viel genommen, auf jeden Fall von der Einrichtung her. So muss man sagen, natürlich dieses Event, ja, Wahnsinn einfach. Kann man gar nicht in Worte beschreiben. Finde ich jetzt. Manchmal hat sie gesehen, nach 12 Minuten einfach fast zweieinhalb Mal so viel Spende eigentlich wie letztes Jahr. Ja. Und war auf jeden Fall spaßig. Und immer wieder schön, dann die Gesichter zu sehen bei der Übergabe. Absolut. Also ich glaube, die Dame, die hat, ich meine, es war ja ähnlich wie beim letzten Mal auch, die hat mir gar nicht gewusst, okay, die wusste, da kommt jemand, hat vielleicht einen Scheck dabei. Aber was haben die eigentlich gemacht? Das wusste die gar nicht. Also wir haben viel nochmal im Nachgang ja dann auch erklärt, nochmal so ein bisschen. Und ich fand es eigentlich auch, also habe ich das Gefühl gehabt, richtig interessant dann grundsätzlich. Die hat sich wirklich dafür interessiert, ja. Absolut. Wie war es für euch so? Ihr wart jetzt zwar das erste Mal beim Charity-Event dabei. Gut, beim ersten Mal warst du als Mod eigentlich nur dabei, diesmal aktiv auch. War jetzt, wie war so für euch der Eindruck jetzt dann bei der Übergabe einfach auch nochmal? Die Übergabe fand ich relativ spannend. Das Ganze dann mal zu sehen, auch die Reaktion einzufangen letztendlich. Ich fand es auch interessant, wie die Reaktion ist aufgrund des Shakes, weil es ist immer so, naja, die haben irgendwie zusammen gespielt. Ja? Wenn man Fußball spielt, da kann man sich was drunter vorstellen, aber so Internet, das ist nun jetzt nicht jedermanns Sache. Ne? Und dann weiß man auch gar nicht, was einen erwartet. Ne? Und dann fand ich das doch sehr emotional, was da vorgefallen war. Das war schon ergreifend. Und für dich? Gut, ich kann es jetzt vom letzten Opus durch das Video, wie die Einrichtungen so sind. Klar, die haben ja da nicht viele Möglichkeiten. Man hat es jetzt auch klein vorgestellt. Also, dass man da jetzt nicht irgendwelche riesen Gebäude hat, ist logisch. Und auch durchaus interessant zu sehen, was sind auch so andere Summen. Das hat man ja auch gerade so auf den Gängen und so gesehen. Und allgemein so die Reaktion, wo man sich halt auch, Seven Days to Charity, was stellt man sich darunter vor, hat sie auch vorher zu uns gesagt, gar nichts. Komplettes Neuland. Und wirklich interessant zu sehen, wie das Interesse da geweckt wird und wie dann auch die Reaktion auf diese Summe ist. Ja, absolut. Du warst ja eigentlich, also als aktiver Part, sag ich mal, jetzt gar nicht dabei, sondern eigentlich als Zuschauer, oder? Chat. Ja, genau, als aktiver Part im Chat, richtig. Aber du warst in dem Fall als Zuschauer dabei und ich sag mal nicht als Spieler jetzt in dem Fall. Das heißt, du hast ja auch die Vorbereitung davon mitbekommen, weder dieses noch beim ersten Mal. Dieses Mal war es ja wesentlich einfacher, weil man schon ein bisschen Erfahrung hatte in der Richtung. Aber jetzt dann auch zu sehen, hey, als Zuschauer, das Geld, das kommt da an und da geht da hin, die Reaktionen an sich. Was waren da für dich jetzt so die anderen? Also ich glaube, die Reaktion von der Dame war schon fasziniert,
Du hast es, glaube ich, im ersten Teil schon gesagt, normalerweise macht man Fußballspiele und anderes. Wir haben ja auch die anderen Checks in dem Haus gesehen. Ja. Und ich glaube, sie war etwas schockiert, wie viel man über die Gamer zusammenbekommen hat, über die Spiele und Streamer. Das Event war klasse. Die Idee dahinter ist klasse, die Umsetzung ist klasse. Und die Übergabe heute war halt noch das i-Tüpfelchen drauf. Absolut. Jetzt ist 7 Days to Charity 2 wirklich Geschichte, es ist vorbei. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es definitiv vorbei. In dem Moment steht natürlich das Schneiden noch an. Aber es ist eigentlich wirklich auch symbolisch abgeschlossen in dem Moment. Wo man sagen kann, okay, jetzt Strich drunter. Man kann es mal genießen, man hat es auch schon genossen. Also ich zumindest für meinen Teil in den letzten Wochen. Und es ist einfach jetzt wirklich ein Cut, ein Ende. Für den Moment. Ob da ein dritter Teil kommt, keine Ahnung. Wir haben uns heute noch nicht mit befasst. Und da werde ich mich persönlich mit Sicherheit auch in den nächsten 4, 6, 8 Wochen mit Sicherheit nicht mit befassen. Also das vielleicht irgendwann Anfang nächsten Jahres, dass man sich mal Gedanken macht in der Richtung. Aber das ist eine andere Geschichte dann. Aber in diesem Sinne glaube ich, dass es gut aufkommen ist, das Geld dort. Es hat mir Spaß gemacht. An der Stelle glaube ich nochmal danke an dir auf jeden Fall, dass du dich da bereit erklärt hast. Bitte. Das hat mich enorm gefreut. Das hat mich fast ein bisschen überrascht in dem Moment. Und nicht nur fast, sondern es hat mich überrascht. An euch drei, ihr seid direkt hier, dass ihr wieder mit dabei wart auf jeden Fall. Unfassbar viel Spaß gemacht. Natürlich aber auch draußen an Mayo, an Well, an Gonchi, an Nordisch, an Omme und an Malkaf. Den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Richtig. Ganz klar. An alle Mods, Zuschauer und so weiter und so fort. Es war ein unglaublich geiler Abend. Hat wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Das heute hier hat Spaß gemacht. Und mal gucken, ob es vielleicht noch eine dritte Auflage gibt. Genau. Und ein ganz dickes Dankeschön an euch, dass ihr da so mitgemacht habt, dass ihr gespendet habt, dass ihr Werbung dafür gemacht habt, das weiter gesagt habt. Damit ist 7 Days to Charity 2 abgeschlossen und wir schauen, was vielleicht noch in der Zukunft kommt. Macht's gut! Kleiner als 3. Servus! All Action! Das kommt ja gleich den ersten Test. So, brauchen wir hier nur ein Schuss. Dauert 25. Okay, läuft. Okay. Hast du Signal? Okay, nochmal Kickstart noch verpennen. Oh. Geht's Licht an? Hast du denn mit drauf Kicks die Flagge? Leider nicht. Oh Mann, ey. Lass einfach laufen. Nachher schneiden wir nur so. Was ist denn das? Wer ist Licht an? Ich möchte auch, dass wir so einen Schein noch auf deine Kamera haben. Oder vielleicht ein Hütchen nehmen. Auf den Uhrzeichen. Ich habe es auf jeden Fall hier ganz, ganz gut aufgenommen. Auf die Uhr. So, das machen wir. Oh, verdammt, von wem wohnt kann, ne? Aufgenommen ist es auch gut. Ja, okay. Ja, das ist sowieso. Hör's heulen auf! Selber schuld! Wille bestellen! Immer professionell bleiben, einfach weiterreden.